Die Wimsener Höhle bei Hayingen im Kreis Reutlingen ist gewachsen. Bei einem Tauchgang entdeckte ein Taucher einen weiteren, rund 80 Meter langen Seitenarm, der bislang unbekannt war. Damit misst Deutschlands einzige befahrbare Unterwasserhöhle jetzt offiziell einen Kilometer an Länge. Doch Experten glauben, dass es auch an anderen Stellen noch weitergeht. Für Touristen sind und bleiben aber lediglich 70 Meter mit dem Boot befahrbar. Alle anderen Gänge liegen unter Wasser.